Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir waren im letzten Part, ja, am Ende vom letzten Part haben wir ein bisschen hier Ärger gemacht und jetzt sind wir dabei, richtigen Ärger zu kriegen, beziehungsweise falls ihr dachtet, wir haben bis jetzt im Ödland lauter Arschlöcher getroffen, dann wart ihr noch nicht in Bunkerstedt, denn hier ist das Heim der Arschlöcher. Boah, Entschuldigung. So, jo, das hier ist Bunkerstadt, das ist hier die wirkliche Mauer. Gucken wir einfach mal, was die Wache so zu sagen hat. Bleib sofort stehen, Freundchen. Niemand darf diesen Punkt ohne gültige Genehmigung passieren. Gültige Genehmigung? Genau, gültige Genehmigung. Wenn du Bunkerstadt rein willst, musst du Wellers, den Zollversteher, sprechen. Er kann dir einen Tagesausweis ausstellen. Ein Tagesausweis, was ist das denn? Mit einem Tagesausweis kommst du in die Stadt rein, wenn du da was zu tun hast. Wo finde ich Wallace? Wallace ist im Zollgebäude da drüben und jetzt verzieh dich, ich habe keine Zeit, um mit Außenweltern zu quatschen. Okay, danke schön. So. Diese Waffe werde ich wegstecken. Und werde mir eine andere reintun, weil ich diese Waffe nicht richtig bedienen kann. Dann rede ich mit dem guten Cassidy und gebe denen die Waffe. Tausche sie ihm rüber, sprich mit ihm und sag, hey du, tu mal deine beste Kammwaffe benutzen und so weiter. Und schon nimmt er die Hawks und Corks, wie auch immer. Dann stelle ich ein. Egal. Das werde ich später mal machen, wenn ich einen Begleiter habe, bei dem es wirklich richtig wichtig ist. Weil es gibt Waffen, die mit Explosionen sind, die, da kannst du halt Teammitglieder und so treffen. Und das geht halt auch mit dieser Waffe, die er jetzt hat. Die hat nämlich so ein Dauerfeuer. Damit kannst du auch Teammitglieder verletzen. Hallo Reisender! Du siehst einen streng reinschauenden Wachmann vom Bunkerstadt. Geh deinen Außenweltler geh den Geschäften nach Außenweltler. Alles klar. Hier haben wir, du schießt Zoll. Ich wusste gar nicht, dass Customs Zoll heißt. Bleib da weg. Okay. Wir müssen speichern. Schleichen. Und Kampf. Schauen wir mal, ist da irgendwas Besonderes drin? Da ist nicht mal was drin. So, reden wir mit ihm. Pass auf, Outsider. Wenn es um Zollfragen geht, Wallace ist gleich wieder da, klar? Der sagt dir, welches Formular du ausfüllen musst. Gut, was ist das hier? Das hier ist das Zollamt. Steht doch groß und fett draußen auf dem Schild. Wenn du keine Zollfragen zu klären hast, was willst du denn hier? Ich bin auf der Suche nach dem Bunker. Der Bunker, der ist in der Stadt, halt mal, du willst doch nicht etwa durch das Tor. Ja. Du könntest natürlich zu Wallace gehen, meinem Chef, und versuchen, von ihm eine Genehmigung zu kriegen. Aber das wäre pure Zeitverschwendung, der lässt niemanden rein, unter keinen Umständen. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ah, und die wären? Weitere Einzelheiten gibt's nur gegen Bares hören. Andernfalls, ich hab das Geld, was du, was hast du anzubieten? Für ganze 200 Kröten kann ich dich zu einem Bürger mit allem drum und dran machen. Du hast freien Durchgang durch das Tor und wirst nicht vom Zoll belästigt. Ich brauche nur den Pass zu drucken und deine Seriennummer zu registrieren. Schon hast du freie Bahn. Dauert nicht mal 5 Minuten. Und was ist, wenn ich weiter sage, dass du schwunghaften Handel mit Bürgerbesten treibst? Was muss ich denn machen, um ein echter Bürger, wenn ich ein echter Bürger werden will? Wenn du nicht geburt Bürger bist, musst du einen Test ablegen. Viele Outsider haben den Test schon bestanden und sind Bürger geworden. Wie viele Outsider haben den Test schon bestanden und sind Bürger geworden? Null. Deine Chancen? Weniger als null. Woraus besteht denn dieser Test? Prokonsul Gregory macht den Test mit allen Outsidern, die Bürger der Stadt werden wollen. Dabei werden ihre Intelligenzwahrnehmungen gemessen und du musst schon ganz schön viel Glück haben, um ihn zu bestehen. Die meisten Bürger hatten Schwierigkeiten damit. Ja, um diesen Test zu bestehen, braucht man 9 Intelligenz, 9 Charisma und 9 Glück. Warum ist das so schwer? Da die meisten Outsider weder lesen noch Trigonometrie beherrschen oder wissen, wie man Australopithecus richtig buchstabiert, kannst du dir das ja denken. Der Test ist nur ein Vorwand dafür, keine Outsider als Bürger zu akzeptieren.
Verstehe. Wie teuer waren die Papiere nochmal? $200. 200 ist ganz schön üppig. Ich habe $150 dabei. Naja, also gut. Heute habe ich mal einen Spendierhosen an. Aber sag keinem das von deinen Outside-Freunden, dass du billiger davon gekommen bist. Alles klar. So, jetzt haben wir schon einen Pass für die Ding. Also gut, sie sind fertig, gedruckt, bitte hier, bitte sehr, Bürger, aber zähl keinem Menschen was davon, hörst du, besonders Wallace nicht. Kein Problem, dass sowas würde einem aufrechten Bürger wie dir niemals antun, zumal ich Beweise für den verbotenen, für dein verbotenes Tun in meiner Tasche habe. Und wenn ich es täte, ich könnte dir direkt hingehen und erzählen, dass du gefälschte Papiere verkaufst. Wie bitte? Keiner wird dir auch nur eine Silbe glauben, Outsider. Da steht Aussage gegen Aussage. Normalerweise schon, aber dieser falsche Pass spricht für sich selbst. Und das wird er auch tun, sofern du nichts für dein Stillschweigen bezahlst. Was, du Dreckiger? Halt mal die Luft an. Wenn ich du wäre, wäre ich meine Zunge besser im Zaum halten. Na gut, ich habe ein ganz klein wenig Gold beiseite gelegt. Hier, nimm $300 und jetzt hältst du dicht. Das wird sich zeigen, man sieht sich. Ja, also, wir haben jetzt einen Bürgerausweis bekommen, können in die Stadt und haben auch noch 150 Kröten dazu bekommen. Verdrückte, ich habe nichts mehr mit dir zu bereden, okay. Guten Tag, Reisender, willkommen in Bunkerstadt. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich habe verdacht, dass Skeef, dein Assistent, ein paar krumme Dinge dreht. Was fällt dir ein? Wie kannst du wagen, einen Bürger von Bunkerstadt zu beschuldigen? Hat mir diesen falschen Pass hier verkauft. Sehen die an. Skeef. Das ist also der Dank dafür, dass ich hier meinen eigenen Sohn behandelt habe. Der kriegt sein Fett weg, worauf du dich verlassen kannst. Danke für deine Unterstützung, Outsider. Zum Ausgleich für den ganzen Ärger konntest du mir ruhig einen Tagesausweis geben. Ich bedauere. Wenn du einen wichtigen Grund hast, kann ich dir nicht weiterhelfen. Aber ich habe einen wirklich wichtigen Grund. Wirklich. Ich bin der Nachkomme des echten Bunkerbewohners. Dann sag es einfach, ich laufe zuerst rüber und überbringe die Nachricht. Ich verfüge über Informationen, mit deren Hilfe existierende Bunker im ganzen Land zu einem Netz zusammengeschlossen werden können. Jawohl. Ein Bunkernetz? Ja, ein Netz zwischen Bunkern. Die allerwenigsten wissen das, aber es ist nun mal so, dass Bunkerstadt nicht der einzige überlebende Bunker ist. Es gibt noch andere, ein ganzes Netz sozusagen. Das ist wohl tatsächlich etwas, was die Erstbringer interessieren dürfte. Hier ist dein Tagesausweis, er ist nur tagsüber gültig, in der Nacht darfst du nicht in der Stadt aufhalten. Im Übrigen behalten sich die Bürger das Recht vor, den Tagesausweis jederzeit einzuziehen. Sieh also zu, dass du dich anständig aufführst. Alles klar, Fragen stellen. Kann ich einen neuen Tagesausweis bekommen? Einen neuen, was ist denn mit dem ersten passiert? Vergiss es. Und jetzt ist Wallace, der Skeef ist weg. Sowas, oder? Was ist das alles hier? Das ist das Zollamt, okay. Das Zollamt, unsere Aufgabe ist, die Warenlieferung der Karawane zu protokollieren und sämtliche Geschäfte zu überwachen. Jeder Kaufmann muss sich vor dem Betreten der Stadt zollamtlich erfassen und kontrollieren lassen. Was sind denn das für Waren, die von den Karawanen geliefert werden? Das kommt ganz darauf an, woher die Karawane kommt. Gut, das interessiert mich jetzt nicht. Obwohl, ich kann einfach mal alles anklicken. Was sind das für Waren, die hier angeliefert werden? Frage stellen. Was kannst du mir bei der Anführerin erzählen? Unsere Erstbringung ist Journey Lynette. In 10 Jahren ihrer Amtszeit hat sie viel Gutes über unsere Stadt getan. Zum Beispiel... Sie hat unsere Stadt vor den verderblichen Einflüssen der Außenwelt geschützt. Sie hat unsere Unabhängigkeit zur Stärke bewahrt. Sowohl die NKR uns drängt, die Republik beizutreten und wir unter Angriffen der Gangstern leiden. Und jetzt gibt es Probleme mit Gecko. Was ist die NKR? NKR steht für Neue Kalifornische Republik. Angeblich hat sie sich das Ziel gesetzt, ganz Kalifornien unter der Regierung zusammenzuführen. Aber wir haben ihre fadenscheinige Hinterlist durchschaut. Was meinst du mit Hinterlist? Selbst wenn sie es ehrlich meinen, warum sollten wir das, was wir hier aufgebaut haben, mit Dieben und Halbverschneidern teilen, die wir bislang so erfolgreich aus der Stadt herausgehalten haben? Und das wäre sicher... Und uns wäre damit sicherlich nicht gedient. Ich verstehe, du hattest vorhin Gangster erwähnt. Was ist damit?
Wir hatten es in letzter Zeit mit einer ganzen Reihe besonders brutaler Überfälle durch Gangster zu tun. Gelegentliche Überfälle gab es hier schon vorher, aber sowas haben wir noch nie erlebt. Ich fürchte, diese Gangster schaffen es am Ende, unsere Verteidigungsanlagen und Laserkanonen zu durchbrechen. Oh, kannst du noch was über die Gangster erzählen? Nicht viel. Es gelingt uns einfach nicht herauszufinden, wo ihre Basis ist. Unser Bürger Sergeant Stark weiß vielleicht mehr. Der ist in der städtischen Besserungsanstalt. Okay. So, dann. Das sind für Probleme mit Gecko, genau. Ah, diese. Das übersteigt meine Kompetenz in solchen Angelegenheiten, musst du die Erstbürgerin wenden. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und jetzt gehen wir mal in Bunkerstadt direkt rein, weil wir sind immer noch davor. Wir sind noch gar nicht drin. Ja, man sieht es ja auch an dem verschlossenen Tor. Jetzt werde ich allerdings erstmal tauschen, weil man lässt uns hier, das ist der Tagesausweis, man lässt uns hier nicht einfach so rein. Also Drogen sind nicht erlaubt. Das ist Medizin, das ist erlaubt. Es ist kein echter Alkohol erlaubt. Also sind noch nicht erlaubt. Ja, Drogen. Das geben wir einfach mal irgendjemanden. Das wäre es erstmal. So, da, da. Tage sei es das bitte. Bitte sehr. Alles klar, bevor du reingehst, müssen wir noch deine Sachen durchsuchen. Wozu? Manchmal versuchen Ausländer Jet und Alkohol hier reinzuschmuggeln. Okay, durchsucht mich ruhig. Tut mir leid, wir können dich damit nicht reinlassen. Jet und Alkohol sind in der Bürgerschaft verboten. Schmeiß weg und komm dann zurück. Ah. Gegengift ist zwar kein Alkohol. Ach, ja, klar. Tourists. So, das war's eigentlich, was nicht okay ist. Bitte sehr, okay. Okay, super. Dann können wir rein. Wie gesagt, unsere Begleiter kommen ja trotzdem rein. Was ziemlich bescheuert ist. Denk dran, du hast nur bis 18 Uhr Zeit. Es ist 17 Uhr. Ah, und ich kann mich hier nicht ausruhen. Ganz toll. Ja, kann ich was für dich tun? Gibt's hier, was gibt's hier zum Ausschank? Wir haben synthetische Biere und Schnäpse. Wodka H und Tequila Derviat W und W2. Ach ja, und Wasser und Brahminmilch. Bier und Schnaps kosten 10 Mäuse. Wasser und Milch 3. Habt ihr auch was mit richtigem Alkohol? Warum? Suchst du ein bisschen stärkeres Reinhaut als dieses synthetische Zeug? Vielleicht, synthetischer Alkohol bringt's ihn einfach mal nicht. Wohl wahr, ich hatte mal, ich hatte einen, ich konnte mal einen Händler, der hatte eine Flasche Mad Dog 3030. Ziemlich bitteres Zeug, brannte wie Feuer. War aber wenigstens mal was anderes. Mad Dog, so heißt meine scharfe Chili-Soße, die ich hier zu Hause habe. Und was ist mit deinem Geheimvorrat von diesen Händlern passiert? Er wurde getrunken. Jedenfalls habe ich das gehört. Es gab noch ein paar andere Spezielle hier in Bunkerstadt, die den Händler beim Ausschank halfen. Die haben richtig gut gezahlt dafür, dass sie abwechselnd mal was Richtiges zu trinken konnten. Das glaube ich. Hör mal, ich könnte unter Umständen leicht noch mehr Alk besorgen. Ich bin öfters im Ödland gewesen. Da kommt man leicht an Alkohol. Wirklich? Na, wenn du ein bisschen echten Sprit abgeben hättest, dann würde ich dafür schon was springen lassen. Wenn du es für dich behältst und die Waren irgendwie durchs Tor schmuggeln kannst. Wie viel echten Alkohol bräuchtest du denn? Dann sagen wir eine Kiste, 10 Flaschen Schnaps und Flaschen Schnaps und 10 Flaschen Bier. Und schlepp mir keinen radioaktiven Fusel aus Gecko an. Nur guten alten Bölkstoff, kapiert? Okay. So, dann machen wir mal diese Quest. Wo ist denn Sulik hin? Da ist Sulik. Ja, was will ich von dir? Ich will, dass du mir 10 Schnaps und 10 Bier gibst. 9 Bier und 9 Schnaps. Das sollte reichen. Ich glaube. So. Ja, danke schön. Das wär's erstmal.
Du kannst nicht hin. Tauschen. Du hast doch auch noch Bier dabei, oder? Ein Schnaps. Und ein Bier. Geht doch. Und jetzt schnell wieder das Tor, nicht, dass es zugeht. So. Jo, kann ich was tun? Ich habe die Ladung Alkohol dabei, die du angefordert hast. Ausgezeichnet, hier ist was für dich, das ist das doppelte Betrag dessen, was die Ware wert ist. Und diese Transaktion hat niemals stattgefunden, verstanden? Danke, es ist wirklich wert, genügend mit dir Geschäfte zu machen. So, mal schauen, ob man noch Informationen aus hier herauslocken kann. Auskünfte. Wer ist der Boss in Bunkerstadt? Erstbürgerin Lett, wenn du mit ihr reden willst, sie ist die im Ratsgebäude auf der Nordseite. Ich will noch was wissen. Wo ist denn der Bunker? Die große Öffnung in den Felsen am Berg im Osten. Man kann sie gar nicht übersehen. Man kommt aber auch nicht rein, wenn man kein Bürger ist. Kannst du mir so die Sklavenhaltung in Bunkerstadt erzählen? Also zuerst mal red hier in der Gegend besser nicht von Sklaverei. Wenn du nicht eine Menge Ärger in den Hals kriegen willst, dann nennt man sie Diener, nicht Sklaven. Das ist nur als Tipp. Hab schon kapiert, aber ich möchte was anderes wissen. Hat Bunkerstadt viel Kontakt mit der Außenwelt? Nicht viel. Ja, gut. Wedding, bla bla bla. Eigentlich interessiert uns das ja alles gar nichts. Okay, gut. Ich denke mal nicht, dass sie sonst noch großartig zu erzählen hat. Dann speichern wir nochmal ab. Haben wir den Quest nämlich auch erledigt.